Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dr. Joe Weingarten. Dr. Joe Weingarten ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Frau Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, im Gegensatz zu dem Unsinn, den wir gerade gehört haben, ist festzuhalten, 75 Jahre nach ihrer Gründung ist die NATO heute die gemeinsame Schutzmacht der freien westlichen Welt. Sie gibt gerade denjenigen Schutz, die eine unmittelbare Bedrohung spüren, wie die baltischen Staaten oder Finnland und Schweden, die jüngsten Mitglieder unserer Allianz. Aber nach 75 Jahren muss die NATO ihre Ziele und Schwerpunkte neu ausrichten. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, chinesische Vorstöße in Asien und Afrika und regionale Konflikte wie die auf dem Balkan zwingen dazu. Lassen Sie mich das zusammenfassen. Erstens, die USA werden in der NATO bleiben, aber nicht umsonst. Unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentenwahl im November wendet sich der Fokus der US-Außen- und Verteidigungspolitik stärker dem pazifischen Raum und China zu. Wir müssen unter welcher Führung auch immer mit der Forderung aus Washington nach Erhöhung der europäischen Verteidigungsbudgets über 2% hinaus rechnen, wie auch mit der Forderung, Aufgaben bislang in Europa stationierter US-Bodentruppen teilweise zu übernehmen. Daraus ergibt sich zweitens, Europa muss in der NATO mehr leisten. Und dazu muss Europa zusammenarbeiten, außenpolitisch, militärisch und in der Rüstung. Der deutsch-französische Weg ist da ein wichtiger Baustein, aber beispielsweise auch die Kooperation mit dem Vereinigten Königreich, also über die Grenzen der EU hinaus. Drittens, der Verteidigungswille Europas innerhalb der NATO konkretisiert sich gegenwärtig vor allen Dingen daran, die Ukraine in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen und die Ostflanke der NATO vor allen Dingen im Baltikum abzusichern. Auch mit dem Ziel, die Ukraine in unser Bündnis zu bringen. Nach Beendigung der aktuellen Kampfhandlungen und mit der abschließenden Klarheit darüber, welche Grenzen das von der Regierung in Kiew kontrollierte Gebiet hat. Viertens, der Westbalkan ist ein europäisches Problem. Mit seinen russisch-serbischen Destabilisierungsversuchen, dem gestiegenen chinesischen Einfluss und viel arabischem Geld muss er in unserem Blick stehen. Fünftens, der Westen und die NATO stehen auch im gesellschaftlichen Wettbewerb und müssen sich der Kritik stellen. Damit meine ich nicht den alten Anti-Amerikanismus der Firma Lafontaine-Wagenknecht, den wir gerade gehört haben, oder die Reichswehrstrategen da rechts auf der Seite, sondern wir stehen in einem globalen gesellschaftlichen Wettbewerb zwischen den liberalen Demokratien, die Stabilität und Ausgleich versprechen, und autokratischen Systemen wie China, Russland oder dem Iran. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Wettbewerb werden wir nicht alleine mit moralischen Appellen an Menschenrechte und globale Werte gewinnen, sondern der Westen muss konkret dort helfen, wo die Menschen es erwarten. Bei der Überwindung wirtschaftlicher Not und der Klimakrise, beim Aufbau leistungsfähiger Sozialsysteme und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Sechstens, Deutschlands Verantwortung wächst. Uns gegenüber ist in den letzten Jahren viel neues Vertrauen entstanden, aber auch die Erwartungen wachsen. Diesen Erwartungen an Deutschland können wir gerecht werden, wenn unser Verteidigungshaushalt deutlich ansteigt. Das ist die Basis für die Kriegstüchtigkeit unserer Streitkräfte. Und wir brauchen einsatzbereite Soldatinnen und Soldaten im aktiven Dienst, im Wehrdienst und in der Reserve. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen wir uns diesen Aufgaben und arbeiten wir daran, den Frieden in Europa und der Welt auch in der nächsten Generation mit unserem Verteidigungsbündnis zu sichern. Das nächste Vierteljahrhundert bis zum 100-jährigen NATO-Jubiläum 2049 im Blick. Vielen Dank.